Mahlzeit Leute und hallo zu einem neuen Funko Pop Review. Ich habe mir eine Figur gegönnt, mit der ich schon lange geliebäugelt habe. Und zwar ist es die Glow in the Dark Harley Quinn. Mal gucken, ob ich das da ordentlich reinbekomme, ohne dass es da geblendet. Ja. Aber nicht lange quatschen, sondern gehen wir jetzt mal auf die Figur ein und auf den Karton. Ja, gehen wir weiter auf den Karton ein. Pop aus der Serie Heroes, DC Comics, Nummer 34, Glow in the Dark, Underground Toys, Exclusive, Harley Quinn, Vinylfigur, hier das schöne Artwork. Ich habe nochmal zum Vergleich eine andere Harley Quinn, und zwar aus dem PlayStation 3 Spiel Batman Arkham Asylum, was sehr nice war. Fragt euch, warum sehen die unterschiedlich aus, die beiden Harleys? Ganz einfach, das ist die Comic-Variante und wie gesagt, das ist die aus dem PlayStation 3 Spiel. Aber wir wollen nicht auf die rechte Harley Quinn eingehen, sondern auf die Glow in the Dark Variante. So, drehen wir sie mal. Hier haben wir nochmal das komplette Artwork. Pop Heroes, der Harley mit so einem Korkenknarre hier in der Hand. Der Name nochmal, Nummer 34. Dann hinten nochmal die ganzen Figuren, die es gibt. Da haben wir einmal Superboy, Batman Beyond, die Harley Quinn, Darkseid, Nightwing und der Harley Quinn with Motek. Ich weiß, da steht nicht Motek, aber Motek mit einem Hämmerchen. So, hier nochmal Harley Quinn 34, das Artwork von dem halben Kopf. Oben das gleiche. Hier steht das Licht ein bisschen. Pop Heroes, Harley Quinn. Und unten halt nochmal Funko und nochmal. So, werden wir die Figur mal rausholen und auch später mal einen Test machen, wie sie leuchtet. Also bis gleich. So, hier haben wir dann Harley in ihrer ganzen Pracht aus der Box entfernt. Ich drehe sie einmal für euch. Ja. So, holen wir sie mal näher ran. Dann gibt es auch nämlich direkt was zu meckern, was ich gerade beim Auspacken schon bemerkt habe. Und zwar ist das die schlecht bemalteste Funko-Figur, die ich jemals hatte. Also, da hat einer kurz vor dem Feierabend die bemalt oder montagsmorgen, ich weiß es nicht. Also es ist grottig. Hier haben wir schon mal den ersten Farbfehler, das ist ja noch zu verzeihen. So, dann haben wir hier den zweiten schwarzen Punkt. Geht auch noch, könnte man auch noch ein Auge zudrücken. So, kommen wir weiter. Der Korken ist nicht ganz ausgemalt, ist noch silber. Von der einen Seite wunderbar, von der Seite grottig. Ich verstehe auch nicht, die Seite sieht man nicht, wunderbar ausgemalt. Die Seite sieht man. Kacke. Na egal. Hier, der Armkranz. Sticht das Rot noch durch. Ich denke mal, das Rot war die Hauptfarbe von dem Buddy. Und das Weiß wird einfach nur drauf gepinselt. Grottenschlecht. Also sticht das Rot noch durch. Dann als nächstes die Raute hier am Knie. Ich weiß jetzt nicht, ob man das so gut sieht. Ist auf jeden Fall langgezogen nach links unten. Also ich weiß nicht, wer diese Figur gemalt hat. Also der... weiß nicht, hat vorher noch eine geraucht ordentlich, kurz vor Feierabend oder wie gesagt Montagmorgen. Ja, hier unten am Fuß sehen wir schwarzen Fleck an der, ach, an der linken Bein, an dem linken Bein auch. Drehen wir sie mal um. Von hinten geht sie eigentlich. Naja, hier ist auch wieder irgendwas Braunes. Wahrscheinlich von einem Korken, genau. Ja, also, und hier auch übergesprüht worden. Also, wie schon vorher gesagt, dies ist die schlecht bemalteste Funko-Figur, die ich jemals in meinen Händen gehalten habe. Also, echt. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Naja, egal. Machen wir jetzt trotz allem mal den Test, wie sie leuchtet. Ich mache jetzt mal eben das Licht aus, werde sie ein bisschen aufladen und dann sehen wir uns gleich wieder. So, wie wir sehen können, leuchtet das Gesicht wunderbar hell. Und es leuchtet auch nur das Gesicht, also nichts anderes. Hat eine sehr starke Leuchtkraft, wie ich finde, und leuchtet auch sehr lange. Da gibt es diverse andere Figuren, die leuchten maximal 8 Sekunden bis 10 Sekunden. Zum Beispiel der Goliath von dem Spiel Evolve leuchtet sogar rot, dieser Goliath, aber wie gesagt, leider nur 8 Sekunden und es ist auch sehr schwer, ihn aufzuladen. Wenn ihr mögt, kann ich auch gerne mal ein Video machen. Könnt ihr mir gerne in die Kommentare mal schreiben, wenn ihr wollt. Und ja, also jetzt haben wir ungefähr eine Minute und sie leuchtet immer noch ganz gut. Hier von der Seite. Wie gesagt, es leuchtet nur das Gesicht.
und nichts anderes. Geil hätte ich noch gefunden, hätte dieser Bommel noch geleuchtet. Aber leider nicht. Ich drehe sie mal nochmal. So, jetzt sind wir knapp bei Minute 5. Langsam wird das Leuchten schwächer. Aber das reicht auch. Eine Minute, über eine Minute sind wir drüber. Und das ist, finde ich mal, schon sehr, sehr nice. Wenn euch das Video gefallen hat, dann vergesst mir die Funko-Sammelkiste auf Facebook nicht. Da erfahrt ihr mehr auf jeden Fall über die Funko-Produkte. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir einen Daumen nach oben und ein Abo da. Und da ich ein riesen Fan von den Clowns and Dark Pops bin, gibt es in den nächsten Tagen auf jeden Fall noch eine zu sehen. Aber davor gibt es noch eine Figur aus Adventure Time. Also wenn ihr es nicht verpassen wollt, dann schaltet wieder ein. Und damit sage ich dann auch bis zum nächsten Video. Ciao!